Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Herr Gott, du schickst uns dein Wort in Christus, unserem Herrn. Wir danken dir, dass du uns sagst, was gut ist, was du von uns forderst, was gut ist für unser Leben, für unsere Gesellschaft. Lass uns auf dich hören, dir, Herr Jesus Christus, folgen. Lass unser Leben voll und ganz werden. Segne uns, dass wir auf dich hören können jetzt. Lass dein Wort unsere Gedanken und unser Herz erreichen. Amen. Liebe Gemeinde, ich lese aus den Predigtext für den 20. Sonntag nach Trinitatis aus Markus 2, die Verse 23 bis 28. Und es begab sich, dass er am Sabbat ging durch die Kornfelder, und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, da er Mangel hatte und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren, wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit des Hohenpriesters Abiathar und aß die Schaubrote, die niemand essen darf, aus die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Liebe Gemeinde, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Der Menschensohn ist Herr auch über den Sabbat. Was bedeutet das? Ich denke, wir können diese Aussage Jesu auch verallgemeinern. Das Gesetz ist für Menschen gemacht, nicht Menschen für das Gesetz. Der Menschensohn ist Herr sogar über das Gesetz. Wie sollen wir Christen mit Gesetzen umgehen? Darüber will ich heute mit euch nachdenken. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen mit Gesetzen. Einige Gesetze sind eindeutig notwendig und gut, und fast alle Gesellschaften und Religionen haben diese Gesetze. Die 10 Gebote sind eine gute Zusammenfassung dessen, was allen Menschen als gutes Gesetz gemeinsam ist. Töte nicht, stiehl nicht, lüge nicht. Ohne diese Gesetze wäre die menschliche Gesellschaft immer weniger lebenswert. Wir als Gesellschaft leiden unter Menschen, die diese Gesetze brechen, die gesetzlos leben. Ich denke an den Einbruch in unserem Haus. Und ehrlich gesagt, nach dem Einbruch fühlen wir uns weniger sicher an einem Ort, der für uns Sicherheit bedeuten sollte. Aber vielmehr noch, ein Freund meiner Kindheit und seine Frau wurden kürzlich ausgeraubt, bösartig, brutal angegriffen und gefoltert. Sie leben jetzt mit Trauma und Angst. Das Gesetz ist ein gutes und notwendiges Instrument der Gesellschaft,
um alle Mitglieder der Gesellschaft zu schützen, Leben, Würde, Lebensunterhalt für alle Menschen zu bewahren. Und dabei ist es so, dass einige Gesetze notwendig und gut sind, auch wenn verschiedene Gesellschaften darin unterschiedlich sein mögen. In Südafrika fahren wir auf der linken Straßenseite. In Europa und Amerika auf der rechten. Eins ist nicht besser als das andere, aber wenn es einmal entschieden ist, ist es wichtig, sich an dieses Gesetz zu halten. Jeder, der in Südafrika rechts fährt, kann einen Unfall verursachen, Menschen töten und selbst Verletzung und Tod erleiden. Gesetze sind gut. Selbst extreme Gesetze sind manchmal gut und notwendig. Die Gesetze und Vorschriften der Sperrung waren extrem und schränkten unsere Freiheit ein und schadeten, belasteten unsere Beziehungen und unseren Lebensunterhalt. Aber sie waren notwendig, um Menschenleben, um den Verlust von Menschenleben zu verhindern. Zwar genau wie man beim Fahren links oder rechts verschieden sein kann, kann man auch über einige Details dieser Gesetze unterschiedlich urteilen. Doch war es notwendig, sie zu erlassen, um die Anzahl derer zu begrenzen, die sterben könnten. Aber nicht alle Gesetze sind gut. Wir haben auch Erfahrung damit. In Südafrika wurden unter Apartheid Gesetze erlassen, die nicht darauf abzielten, das Leben aller Menschen zu schützen und die Würde aller, die in unserem Land leben, zu bewahren, sondern die Macht und das Privileg einiger Menschen bewahrten, indem sie Rechte und Würde einigen anderen verweigerten. Diese Gesetze waren falsch. Gesetze sind notwendig und Gesetze zu haben ist gut, aber nicht alle Gesetze sind gute Gesetze und nicht immer muss man auch bei einem guten Gesetz dieses Gesetz einhalten. Wann und wo müssen wir Gesetze durchbrechen? Daher brauchen wir Kriterien, um zu entscheiden, ob ein Gesetz gut ist und verdient eingehalten zu werden oder ob ein Gesetz schlecht ist und verdient gebrochen. Oder dagegen zu protestieren und es verdient, dass es gebrochen wird oder dass wir dagegen protestieren. In dieser Geschichte macht Jesus gleich zu Beginn des Markus-Evangeliums, gleich zu Beginn seines Wirkens, seine Position zu Gesetzen klar. Für die Juden damals und heute waren die Gesetze des Bundes ein kostbares Geschenk Gottes. Psalmen preisen Gott für die wunderbare Gabe klarer Gesetze, die Gott seinem Volk gegeben hat. Und in der Tat, es ist ein großer Schatz, klare Gesetze zu haben, die die Gerechtigkeit, die die Justiz unabhängig von der Laune der Mächtigen macht. Psalm 119 singt über dieses große Geschenk in wunderbarer Poesie. Für Juden ist der Sabbat eines der wichtigsten Gesetze, ein Gesetz, das die Würde und Freiheit der Menschen vor Versklavung an Arbeit bewahrt. Damit Menschen nie Sklaven ihres Berufs werden. Auch ein Gesetz, das Juden von den anderen Nationen unterscheidet. Und doch, dieses Gesetz, das Menschen frei machen will von Versklavung an Arbeit, kann Menschen versklaven, anstatt sie zu befreien.
das Gesetz, das Menschen befreien soll von sklavischer Unterwerfung und Arbeitszwang, kann selbst ein Gesetz werden, das sklavische Unterwerfung unter den Zwang des Einzuhalten fordert. Das Gesetz des Sabbats verbietet Erntearbeit am Sabbat. Jesus und seine Jünger waren hungrig, als sie durch ein Feld liefen. Und einige aßen von dem Feld. Die Pharisäer sahen das Abbrechen der Weizenernte als Ernte und damit Übertretung des Gesetzes gegen Arbeit am Sabbat. Die Pharisäer verurteilten dies. Jesus hingegen sieht nicht nur das Gesetz, sondern auch seinen Zweck. Nicht nur den Buchstaben des Gesetzes, sondern auch den Geist des Gesetzes. Der Zweck des Gesetzes Gottes ist nicht zu versklaven, sondern das Leben zu bewahren und es gedeihen zu lassen. Jesus sieht nicht nur den Buchstaben, sondern Absicht, Geist des Gesetzes. Gott möchte nicht, dass wir versklavt werden an Arbeitszwang. Das ist Geist, Zweck des Gesetzes, des Sabbats. Ebenso möchte Gott nicht, dass wir an Absätzen und Bestimmungen versklavt werden, die unser Leben behindern. Jesus verteidigt seine Jünger dafür, dass sie so handelten, wie sie es getan haben, um ihren Körper zu nähren und ihr Leben zu bewahren. Auch wenn es technisch als Arbeit am Sabbat bezeichnet werden könnte. Bei anderen Gelegenheiten heilte Menschen Jesus am Sabbat und wurde von den Pharisäern dafür kritisiert. Denn wiederum ist Zweck des Gesetzes, das Leben zu schützen und zu bewahren, zu fördern. Und Heilung tut dies. Die Gesetze sollen dem Leben dienen und es nicht verhindern oder verringern. Gesetze müssen der Menschheit dienen. Zwar wird die Menschheit der Menschheit gedient, wenn gute Gesetze sie schützen, aber doch müssen diese Gesetze immer wieder neu überprüft werden. Manchmal ist es klar, was das bedeutet. Gesetze, die die Würde und körperliche Unversehrtheit der Menschen schützen, sind gut und müssen unterstützt werden und erlassen werden. Aber manchmal ist es nicht ganz so einfach zu entscheiden, was richtig ist oder nicht. Wie viele Personen sollen eine Zeit von Covid zu einer Beerdigung zugelassen werden? Wann ist es richtig, Schulen, Turnhallen, Nachtclubs zu eröffnen? Bei alledem sind wir als Christen jedoch aufgerufen, für uns selbst und als Bürger unseres Landes Gesetze zu befolgen und zu fördern, die Leben und Würde bewahren. Und Gesetze, die Leben und Würde zerstören, abzulehnen und gelegentlich auch zu brechen. Woher wissen wir, was zu tun? Wie können wir lernen, richtig zu urteilen? Hier ist es wichtig, unseren Text genau anzuhören. Es endet damit, dass Jesus sagt, der Menschensohn ist Herr auch über den Sabbat. Wir können noch einmal verallgemeinen, der Menschensohn, das heißt Christus, ist Herr über das Gesetz. Christus ist Herr des Gesetzes. Wer und wie Christus ist, bestimmt die Gültigkeit des Gesetzes. Als Christen folgen wir unserem Herrn Christus und lassen uns von seinem Leben, seiner Persönlichkeit, seinem Weg und seinen Worten zeigen, welche Gesetze gut und welche schlecht sind. Dies ist die Wahrheit hinter dem Sprichwort, was würde Jesus tun? Wenn wir wissen wollen, welche Gesetze gut sind und das Leben unterstützen, sollen wir sie an dem Leben und Taten, den Worten und Gedanken Christi messen.
Als Christus das Gesetz zusammenfasste, tat er es mit dem doppelten Gebot der Liebe. Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Dies kommt dem, was unser Wochenspruch sagt, sehr nahe. Handle gerecht, liebe Barmherzigkeit. Wandle im demütigen Vertrauen mit Gott. Liebe Freunde, wir brauchen Gesetz. Gesetz ist gut. Wir müssen aber auch das Gesetz sorgfältig, gerecht und liebevoll hinterfragen und anwenden und immer fragen, was dem Leben, meinen Nachbarn, meiner Nächsten und meiner Gesellschaft am besten dient. Genauso interpretiert Luther die 10 Gebote. Immer wiederholt er in der Struktur, wir sollen unserem Nächsten weder im Körper, noch im Eigentum, noch im Ansehen, noch in den Beziehungen schädigen, sondern ihm helfen, sein Leben zu bewahren und es zu verbessern. Möge Gott uns Weisheit gewähren, damit wir als Jünger Christi, des Herrn des Gesetzes, leben und versuchen, dem Leben und unseren Mitmenschen zu dienen. So werden wir Frieden erfahren. Dieser Friede, der höher ist als alles, was wir verstehen können, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.